Es ist sehr interessant, wie man sich ständig selbst in die Irre führt. Auch hier sage ich jetzt wieder vorneweg, es soll ein kurzes Selbstgespräch machen. Ich erkläre es dem Geist, dass ich das jetzt ausdenke. Das ist ein elementarer Unterschied. Und worum es mir geht, jetzt nochmal auf das kurze Vorwort, vorhergehende Selbstgespräch, dass ich nochmal darauf hinweise, du musst da konsequent weiterdenken. Ich sage schlichtweg, Schinnlichtweg und einfach zuerst einmal. Du stellst dir vor, du schreibst einen Roman, dann denkst du dir eine Geschichte aus. Und diese Geschichte, die du jetzt in deinem Kopf aufbaust, die bringst du in Form von Worten, zum Beispiel, man sagt ja früher aufs Papier, schreibst es in den Computer in der Regel rein. Und da muss dir klar sein, dass jeden Charakter, jede Einzelheit, die hier jetzt in Form von Worten festgehalten wird, mehr oder weniger von dir erschaffen wird. Es kann kein Mensch, den du dir ausdenkst, anders sein, wie du ihn dir ausdenkst. So, und jetzt wollen wir das ein bisschen genauer noch machen. Dir muss klar sein, dass wenn du jetzt eine Zeitung liest oder irgendeinen Roman liest, den du nicht geschrieben hast, wo du dir jetzt ausdenkst, dass den andere geschrieben haben, das denkst du dir auch aus. Und wo kommt es her, was du dir ausdenkst? Das kommt aus dir. Der Schlüssel ist einfach, du bist ein träumender Geist. Es kommt aus dir. Genauso kommen jetzt die anderen, die du dir ausdenkst, auch aus dir, die auch Romane schreiben. Aber selbst wenn du dir die jetzt als Einzelgeistesfunken denkst, kommt es auch aus denen, was sie sich selber ausdenken. Jetzt haben wir hier praktisch dich als ausgedachten Geistesfunken und andere Geistesfunken, die aber letztendlich von einem und demselben Geist ausgedacht werden. Der Geistesfunke selber ist immer derselbe Geist, es ist bloß ein anderes Programm, das in dir wirkt, aber was in dir auftaucht, kommt immer aus dem absoluten Zentrum. Ich nenne das, das sind periphere Zentren. Das sind träumende Geister. Es bleibt aber letztendlich Facetten von dem einen Geist. Das ist eine ganz simple Metapher und dann wird dir klar, was ich immer wieder betone. Du hast Reizauslöser, egal ob jetzt das optisch gesehene Worte sind, ob es Geräusche sind oder ob es Bilder sind. Optische Worte sind ja eigentlich bloß Bilder. Und du magst mit deinem Interpretationssystem, baust du in dir eine Information auf. Dieses du magst, das Machen, die Worte, ich will jetzt nicht die Worte aufrechnen, da steht alles drin. Es ist wirklich eine Matrix. Aber was jetzt das ist, was du zuerst einmal wirklich erkennen musst, du wirst es niemals irgendeinem Menschen, den du dir ausdenkst, erklären können. Ich sage nochmal, was ist ein Mensch, den du dir ausdenkst? Der ist zuerst einmal eine Information. Selbst wenn es eine sinnlich wahrgenommene Information ist, ist es trotzdem eine Information, die von dir träumenden Geist in dir erschaffen wird. Und du kannst eine Information gleichgültig an was du denkst, nicht erklären, dass es hier und jetzt von dir erschaffen wird und nur deshalb ist, weil du es erschaffst und dass es genauso sein muss, wie es von dir ausgedacht wird. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist der Wechsel in ein vollkommen neues Betriebssystem. Und wo du dich jetzt noch darauf konzentrieren solltest, wie massiv in dir noch der Glaube ist zwischen richtig und verkehrt. Das heißt, wir bleiben mal bei dem Beispiel jetzt mit Corona, was ja eigentlich das einmal ein Heiligenschein ist. Das beginnt also mit dem Cor, mit dem Herz. Das rote Herz ist das Innerste. Und HRS, die Erde, das erweckt die Wissen in dir, das ist das Außen drumherum. Ja. Das ist wieder das Rot- und Blau-Lesen. Wer hören kann, der höre. Wenn man die Vordersprache nicht versteht, kriegt man es nicht mit. Das ist kein Geschwurbel. Und ich sage jetzt, wir bleiben jetzt als Beispiel mal bei der Sache mit Corona. Und die muss jetzt klar sein, wenn du in dich reinschaust, du hast, ob du willst oder nicht, bevorzugst du eine der beiden Zeiten. Entweder bist du ein jetzt ausgedachte Vergangenheit lang, diesen ganzen Geschwätz deiner Lieder, die du dir jetzt ausdenkst, in der Vergangenheit war nichts auf den Leim gegangen, einfach nur ein blinder Mitläufer. Wie die Masse auch, es hat sich nichts verändert. Habt ihr Menschen denn nichts gelernt an der Nazi-Zeit? Oder du warst ein Schwurbler, ein totaler Gegner, weil du sagst, ich habe selber zum Denken angefangen. Nein, du informierst dich bloß aus einer anderen Internetseite. Das ist, wo ich immer wieder sage, bist du ein Befürworter oder ein Gegner gewesen von dem ganzen Zeug? Aber du wirst feststellen und dir demütig eingestehen müssen, dass du eine Seite bevorzugt hast. Und ich sage immer in dem ganzen Spiel, ohne Wenn und Aber,
Beobachte deine Informationen und lege den Fokus auf dein Wertesystem. Mach dir bewusst, bei welchen Erscheinungen, die in dir auftauchen, du innerlich Beifall klatscht, das abnickst und bei welchen Erscheinungen du entsetzt bist und dir die Haare zu Berge stehen. Aber diese Seite, die jetzt dein Programm dir jetzt richtig aufzwingt, ist genauso, es ist vollkommen bei Holofilien gleichzeitig, welche Seite dir bisher logisch erschienen ist. Du musst die Mitte werten von beiden und erkennen, dass das austauschbar ist. Das Ziel ab jetzt ist die Heiligkeit, die du nicht erreichen kannst, weil du das schon bist. Du vergisst es bloß immer wieder durch deine Einseitigkeit. Es ist jetzt zum Beispiel, und jetzt werde ich wieder bröselig, und ich will das nur ganz, ganz kurz machen. Das sieht jetzt so aus, wenn du jetzt zum Beispiel hier Figuren in dir auftauchen, Menschen in dir auftauchen, und es geht nach wie vor um Aufarbeitung von Corona, und ich mache jetzt einmal ganz gezielt Ärzte. Dann wird dir eins klar sein. Jetzt kippt das System ja um. Ich sage, Wechsel, Doc, du bist zurzeit in einer Phase, man versucht es jetzt aus den Medien rauszuhalten, was in den Medien nicht mehr kommt, geht auch in deinem Kopf in die Vergessenheit und dann kommt wieder was Neues. Gleichgültig, um was es ist, es war noch nie anders. Aber wenn jetzt Ärzte nach wie vor sich rechtfertigen, dass das ja richtig war, was wir gemacht haben, ich habe jetzt zum Beispiel, fällt mir ganz bewusst plötzlich ein Chefarzt von einer Nürnberger Klinik, der jetzt sagt, wir können das einfach, das Impfen ist nicht mehr sachgemäß jetzt, dass dem, was jetzt ist, ist es nicht mehr nötig, aber es war sehr, sehr gut und es hat sehr, sehr viele Krankheiten verhindert, dass geimpft wurde. Alle Ärzte, die jetzt noch festhalten und das rechtfertigen, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, wenn du recherchierst, wirst du feststellen, die haben ein Schweinegeld mit Corona verdient. Jeder Arzt, der hier nicht die Größe hat, und darum habe ich jetzt auch hier heute dieses mit dem Grönemeyer nochmal reingestellt, die neue Grönemeyer LB ist eigentlich wieder reines Holofilien. Interessant ist der Shitstorm, den er bekommen hat, jetzt ausgedacht, hier Cut, immer Cut, du hörst jetzt, Warrior, wir bauen jetzt irgendeine Welt da außen auf. Mhm. Erinnere dich an den Anfang, egal was du liest oder was du hörst, du wirst in Maßsetzung der Worte mit deinem Charakter, mit deinem Wortinterpretationssystem jetzt Vorstellungen in dir aufbauen. Die sind hier und jetzt, weil du sie denkst und nicht, weil du in der Vergangenheit was war. Ja. Darum geht es bei Holofeeling. Du musst dich extrem disziplinieren, absolut im Jetzt zu bleiben. Diesen ständigen Wechsel Reizauslöser-Reaktion, deine Reaktion, wie du das interpretierst. Und ich sage immer wieder schon, das Tier kann man auch rot machen. Dann haben wir das immer seiende IR, das immer seiende heilige Göttliche, beziehungsweise den Spiegel, das Tier als Neuen. Dieser Heilungsprozess ist dir nur mit der Vatersprache möglich. Und dann sieht es also so aus, dass der Grönemeyer jetzt, da habe ich ein kleines Video mit, immer bei Wir haben mitgemacht, das jetzt natürlich, die rechtfertigen sich alle ohne Ende. Aber es sind einfach nur Figuren in deinem Traum. Das ist die Demonstration der eigenen Erbärmlichkeit, die Größe in einem gewissen Maß. Mir fällt jetzt hier ehemalige Chefredakteur von BTV ein, der da geschasst wurde mit seinem Kanal. Der hat ja die ersten Sendungen bei BTV, hat ja auch voll in das Corona-Horn geblasen und jetzt macht er das genaue Gegenteil. Er hat zumindest die Größe, dass er gesagt hat, der war auch verblendet. Ja. Dieses Vertrauen. Und man kann sich immer nur bewusst machen, kannst du das, was du jetzt glaubst und äußerst, die Meinungen, die du vertrittst, kannst du das auch beschwören, ohne ein Meiner zu schwören? Und du musst dir angewöhnen, absolut so präzise zu sein, dass du sagst, das, was ich glaube, kann ich vor jedem Richter und vor Gott beschwören, ohne eine Meiner zu schwören. Und das kannst du nur sagen, wenn du es wirklich ganz bewusst selbst als Geist im mesokosmischen Sinne hier und jetzt erlebt hast. Und alles, was du vom Hören sagen kannst. Ich mache immer gerne ein Musterbeispiel, um das abzuschließen. Ich denke mir jetzt den Brüssel Uda aus mit seiner Frau. Ich mache jetzt diese Phase mit 2 Jahren Corona. Mhm. Und da bin ich oft drauf eingegangen und da kann ich jetzt beschwören, dass in diesen 2 Jahren, wo die Hochpandemie war, 21, 22, meine Frau arbeitet seit 20 Jahren im Weißenburger Krankenhaus und ich kann jetzt mal definitiv sagen, die schreibt hier im Büro, macht die ganzen Arzt- und Operations- und Entlassungsberichte. Es ist in diesen 2 Jahren im Weißenburger Krankenhaus, in Weißenburg, es sind ja 2 Kliniken, Weißenburg-Gunzenhausen. Da waren bis Anfang 2022, glaube ich, waren es 100, ich weiß jetzt gar nicht, 150, die mit und an Corona angeblich gestorben sind. Es ist nicht einer, war die Todesursache Corona. Aber was noch viel schlimmer ist,
dass in den 20 Jahren 2021, 2022, sie das erste Mal ein Großteil in Zwangsurlaub geschickt wurden, weil keine Arbeit war. Im selben Moment, wo aufgeblasen wurde, dass alles überfüllt ist und alles so schlecht ist. Dann hat unser Ministerpräsident Söder hat dann noch für die extrem Belasteten im Krankenhaus auf Staatskosten Bayern Essen ausgegeben. Das wurde dann auch gemacht, das sind dann Brotzeiten gekommen. Und der Großteil von den Weißenburgern im Krankenhaus sind in den Zwangsurlaub geschickt worden, weil keine Arbeit da war. Das ist die Realität, aber ich sage jetzt als Udo, ich kenne das nur vom Hören sagen. Ich kann es nicht beschwören. Ich weiß nur, dass meine Frau zu Hause war, das kann ich beschwören. Die musste in Zwangsurlaub gehen, weil keine Arbeit da war. Das kann ich beschwören, aber nicht, ob das in dem Krankenhaus war, weil ich war nicht dort. Das ist wie wenn ich sage, ja, aber die lügt mich ja nicht an. Das ist wie wenn dir dein Opa was erzählt, der im KZ war. Mein Opa lügt mich doch nicht an. Du kennst es nur vom Hörensagen. Beschwören solltest du bloß das, was du wirklich als Geist jetzt mit deiner Logik selber erlebt hast. Was du erlebst, erlebst du immer hier und jetzt in einem ständigen Wechsel. Mhm. Und wenn du das installiert hast bei dir, dann verändert sich deine Welt wie von Zauberhand. Das ist eine göttliche Versicherung, ein göttliches Versprechen rot gelesen. Man kann das Versprechen natürlich auch wieder blau machen. Ich sage mal, wenn man sich verspricht, dann muss man das richtig stellen, aber die meisten rechtfertigen sich bloß. Das sieht man jetzt an den Grönemeyer. Der hat nichts gelernt. Nur das Einzige, was er kann, dass ihn viele jetzt sagen, ich war ein riesen Grönemeyer-Fan, bis er hier diese Hassattacken, viele Popstars, es ist Überlebensangst, es ist Geld, man verdient kein Geld mehr. Es ist alle, die in den Öffentlich-Rechtlichen, die, ich sage nochmal, alle Charaktere, die in ihrer Rolle angewiesen sind, jetzt ausgedachterweise auf Medien, dass man Werbung macht für Lieder, für Konzerte, auf Menschenmassen, für die war das eine Katastrophe. Und ganz, ganz, ganz wenige, die die Größe zeichnen, dass sie sich trotzdem innerlich treu geblieben sind. Es gibt wirklich, es ist die Nadel im Heuhaufen, wie man das so schön nennt. Die große Masse ist alles eingeschwenkt. Und es ist kein Unterschied. Es hat sich nur die Zeitgeschichte wiederholt. Ich sage immer wieder, lies den Prediger und du wirst feststellen, es ist absolut zeitgerecht. Die Heiligen Schriften sind so unendlich präzise und es ist nicht metaphorisch, das ist eigentlich Klartext. Es ist Klartext, die ganzen Christusworte, sorge dich nicht um morgen. Morgen passiert nichts, du kannst es sofort auf der Stelle probieren. Wenn ich da immer wieder darauf hinweise, die größere Frage ist, warum vergisst du Geistes? Vor allem, du lebst in dem Wahn, dass du meinst, wenn die Menschen um sich herum dich bessern, dann geht es dir auch besser. Die Menschen um dich herum sind niemals um dich herum, wenn sie überhaupt existieren, dann existieren sie hier und jetzt in dir als Information. Ja. Das ist schon die erste Stufe deiner Vergessenheit, egal um wen es geht. Und es wird nichts existieren, das blau gelesen wird, überleben. Du kannst es wiederholen, 1000 Jahre, wenn du willst. Und du kriegst es nicht mit, weil du gehörst dann zu denen in dem täglich grüßt das Murmeltier Dach, die jeden Morgen aufwachen und nicht merken, dass sie es den Tag wiederholen. Mit Holofeeling musst du in einen Zustand kommen, dass du merkst, hey, das wiederholt sich ja laufend. Es wiederholt sich nicht nur jetzt im Selben des täglich grüßt das Murmeltier, sondern auch jetzt, wenn du dir Zeitgeschichten ausdenkst. Es ist nur immer Nazi-Zeit, habe ich so oft darauf hingewiesen. Da schreibt man Ausländer raus, die Nationalisten sind die Guten, plötzlich Ausländer rein und die Nationalisten sind die Schlechten, die Bösen. Wenn du willst, ich zeige dir tausende solcher Beispiele in deinem Leben, wo genau dieses Phänomen auftritt und wir wissen jetzt, es gibt kein Vorher und kein Nachher, sondern bloß eine Welle, wo du immer jetzt eine Seite siehst und die andere sagst du entweder, das war, oder du hoffst, dass es wieder kommt. Dasselbe Spiel ist mit gesund und krank. Hör auf, gesund sein zu wollen, weil solange du gesund sein willst, bist du krank. Weil du nur eine Seite, die in die Zukunft denkst, die ja kommen soll, und dann bist du zwangsläufig im Jetzt in der Krankheit. Und wenn dann die Gesundheit kommt, dann ist die jetzt, aber es kommt hundertprozentig wieder Krankheit. Bis du das Spiel erkennst, dass du die Mitte bist, das heilige Ganze bist. Und es ist nicht, hundertprozentig sicher, nicht der Affäre, an die du denkst, wenn du jetzt an deinen Körper denkst. Ich gehe mal davon aus, wenn du aufmerksam zugehört hast, dass der jetzt über Phasen überhaupt nicht existiert hat. Nee. Reduzier deinen Körper, weil ich schnipp den an deine Beine, den an die Zehen. Dann kriegst du es mit.
Und auch jede Krankheit, sobald du irgendwie Schmerzen hast in Bezug auf den Körper, schaust du schon wieder in den Ordner mein Körper rein. Das ist dieses Schrödingers Katze, wenn ich sage, da hat die Physik nichts verstanden. Die ganze Quantenmechanik, der Beobachtereffekt, dass die Wellengleichung, ein Riesengemisch von unendlich vielen Möglichkeiten, erst in dem Moment zusammenbricht, ein einseitiges Ergebnis gibt, wenn man nachschaut, wenn man misst, das Messen, esse, tun, machen, handeln. Sobald du was denkst, das ist ein Faktum, eine Tatsache, dass du nur das zu sehen bekommst, was du jetzt denkst oder sinnlich wahrgenommen in dir erschaffst, indem du den Blickwinkel deiner Farbbrille veränderst. Ich drücke jetzt das sehr, sehr einfach aus. Das ist ein Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Aber es ist mit Sicherheit kein Faktum, dass das, was du jetzt denkst, auch dann da ist, existiert, wenn du es nicht denkst oder schon in der Vergangenheit war, bevor du es denkst. Gedacht hast. Grammatik. Holofeeling arbeitet nur mit hundertprozentig sicheren Fakten. Und was ein Riesenbefreiungsschlag ist, ob du das verstehst, hängt nicht davon ab, dass du das irgendwelchen Gedanken, irgendwelchen Menschen, die du jetzt ausdenkst, erklären müsstest. Darum betone ich zum Abschluss nochmal, ich erkläre es jetzt denen, der sich dieses Gespräch ausdenkt, der sich jetzt selbst ausdenkt als Affe und der sich jetzt am Brüssel-Udo ausdenkt als Pixelmännchen oder dann als Mensch, wo er sich irgendwo hindenkt, weil du noch in dem Wahn lebst und glaubst, der Udo ist irgendwo da außen. Ich bin nicht da außen, glaub es mir. Wenn du es biblisch haben willst, ich bin vor 2000 Jahren schon gestorben. So, und jetzt lassen wir es gut sein. Und was sagen wir immer am Ende dieses Spiels? Was sagen wir immer? Patch.